Hey Leute, heute mache ich Plotzbewertung. Heute wäre es mal ein bisschen heller. Aber hier kann man irgendwie bei 30 Leuten hat keine Bock. P-Time. D. Dann mache ich jetzt nochmal Punkt. Und dann machen wir nochmal die Frage, ob irgendeiner Lust hat. Ah, das ist hier irgendwie so natürlich hier. Ja, mach ich gerne ein. Moment, da haben wir doch schon den ersten. Ein Shop slash P. Auch mal ein Slash. Das Problem ist, ich kann nicht richtig hier was machen. Slash PH JJ Zeus. Ui, hier ist irgendetwas. Hi. Hier haben wir irgendetwas. Zumindest schon mal Beacons. 6 Stück. 6, 7, 8, 9, 10. Und kann man auch da reingehen? Ne, da ist gar nichts. Hier ist nur Quarz. Und Quarz ist hier. Und Klo. Klo da oben ist irgendetwas. Ah, Redstone. Leuchtet sind das hier. Ja, Lieben. Hier ist Diamanten, Diamanten, das ist der weiß ich nicht was. Muss mal auf 1, kann ich auf 1 drücken? Auf 1 ist hier. So. So, ihr Lieben, das ist manchmal hier schwerer, Leute zu bewerben, wie gedacht. Da der. Was schwarzes Köpfe, das sind Köpfe. Oh, Tür ist offen, Tür ist offen. Gehen wir mal hingucken. Ja, Leute, irgendwie sind gescheitert. Ja, wie machen wir das mit den Plotzbewertungen? Die Zuschauer dürfen wählen. Ich mache dann oben so im Vorteil hin. Dann können die Leute sagen, wer auf Platz 1 ist. Bekommt dann einen Vipex-Kopf. Platz 2 bekommt ein Zauberbuch. Und Platz 3 muss ich jetzt noch was essen. Nichts essen. Okay. Hier sind Köpfe nur und Gras. Das muss jeden Fall auch, weil das sieht hässlich aus. Dann beschreibe ich ihn. Habt ihr die angegangen? Die Zuschauer bewerten es dann die Tage per Infobox. Mein Name ist Black Gamer YouTube 2019 und fertig. So. So. Habe ich was für ihn? Ja, hier, bitteschön. Gibt es schon mein Goldschwert? Jetzt gehen wir zum nächsten. So. Darf man jetzt mal das, ja? Was schon P, H. Und das einfach mal laufen. Christian 1911. Hier kann man nichts bewerten, Leute. Oder was meint ihr? Da ist gar nichts zu bewerten. Das hat jeden Fall mal die schlechtesten, oder? Das heißt, der würde einen Adblock von mir bekommen. Ein Adblock.
Aber das entscheidet ihr. Also wählt für JJ. Spieler 1 und Spieler 2 ist Christian 1911. Dürft ihr entscheiden, wer auf Platz 1, Platz 2 und Platz 3 ist, weil jetzt gehe ich auch schon zum Dritter. Ich mache nur 3 Stück in dieser Folge. PH. Und nehme ich mal. Hut. Was steht da? Sackschweiß. Hoodie, mein Sackschweiß. Ach du Scheiße, der Name ist ja schon hoch. Jetzt bin ich wohl in eine Mauer gelandet. Pervers. Sackschweiß. Ja, ihr Lieben, manche Spieler hier haben irgendwie. Wie sagt man das so schön? Sind pervers. Hier ist aber auch keiner und schön. Ist was anderes. Ach du Mist. Also, der heißt Sackschweiß. Das ist Spieler Nummer 3. Aber da wir hier auch nichts mehr beenden können, gehen wir mal nochmal weiter und gehen mal auf den Mustachschweiß, sondern auf Prinzessin. Die hat keinen Plot. Okay, Prinzessin hat nichts, hat keinen Block. Und Tronic 98. Bin ich hier gelandet? Okay, ich bin hier schon im Wasser gelandet. Also. Das sind halt alles noch neue Spieler, wie man auch hier sieht. Kein Eingang. Vielleicht ob die anders. Ich muss hier die Abkürzung machen. Guck ich mir das mal hier an. Aber hier ist nix. Bisschen die Hälfte ausgehöhlt, auf Deutsch gesagt. Aber ich find's. Ja. Schön viel Platz. Leute, wisst ihr was? Wir schauen uns mal einen Shop an. Das hat sich Klimbing vor irgendwie gewünscht. Das tun wir aber nicht bewerten. Das schauen wir uns einfach nur mal an. Weil hier ist es das Skriptlot und auch nichts. Und dann gehen wir auch mal zu Portal und gucke das Klimbing vor Live, glaube ich, an. P. Portal und gehen wir mal weiter schauen auf City Build 12. Oder irgendwie. Ich krieg gleich schon 15 Minuten. Oh, ist das voll hier. PH Klim. PH Klim. Bing. For Life. Wird das so geschrieben? Ah. Leute, das ist mein alter Plot. Ich komme da. Ich weiß nicht warum. Ich habe es abgegeben an ihr. Ja, ich kenne die Person auch. Aber nicht live, sondern nur von. Blub blub, von hier. Und da gehen wir mal gleich weiter. Den Mikro live. Nummer 2. Ich weiß nicht. Nee, 2 auch nicht. Das ist Casino von ihr. Wenn wir uns mal das Casino auch von ihr angucken, können wir das auch machen. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt abstürze. Ich sag's euch. Ich hoffe nur nicht, dass ich abstürze. Ich verliere immer mein Leben hier. Ich weiß nicht warum, weshalb. Aber regelmäßig ist ein Leben kaputt. Hat hier schon einer gespielt? Nein. Regel Umsetzung vom Blue Shine. Der Blue Shine hat's gemacht. Der ist auch hier verdrehen. Aber irgendwie habe ich ein Problem. Ich komme da nicht rein. Das ist ja klar. Reaktion funktioniert mal wieder nicht. Aber ich komme hier rein. Da holt ihr euch was aus. Zum Beispiel 4, 3, irgendetwas und ach ja, wie auch immer. Ja. Oh, es funktioniert. Guck, dann könnt ihr schön raus. Also, erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis, vierter Preis. Steht ihr irgendwo, wo die 4 ist, habt ihr den vierten Preis. Steht ihr, wo die 2 ist, habt ihr den zweiten Preis. Wo die 1 ist, habt ihr den ersten Preis. Und, achtet mal, ich zeig's euch. Und dann geht ihr die Woche dahin und spielt und stellt euch hier hin. Hier hin. Hier ist die 1. Ich hoffe, die lässt es auch so. Hier ist die 1. Und dann habt ihr ein Beacon gewonnen, Leute. Ein Beacon. Ich hoffe, die sind. Müssen wir mal einen Preis gucken, dass er hier auch so teuer ist.
Also ein Beacon 200, ein Spiel 250, ich würde ein Spiel für 150 machen, weil ein Beacon ist schon 500 Betten. Also ich muss ja auch ein bisschen Verlust machen, Leute. So, gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir auch zu den Shop. Das ist, glaube ich, 3. Hallo. Oh, hier hat sich einiges gemacht. Ehrenmann. Gucken wir uns mal die Ehrenmann an. Black Gamer, danke für alles. Das war ich. Ja, ich habe ihr viel geholfen hier. Sorry, Rain, danke für Slash Premiums. Ich danke für die Hilfe beim alten Shop. Danke, dass du so nett bist. Und Yugi Miket, danke für die allerbeste Freundin. Ja, ihr seid die, echt die Besten. Die schwindelt bestimmt. Ja, ihr Lieben, was ich hier noch. Das kann ich eigentlich alles machen. Auf. Zu. Ja, das habe ich alles, hat sie aufgebaut, weil ich ja im Moment ja ein bisschen beschäftigt bin, auch auf City Build 13 sehr beschäftigt bin. Da brauche ich auch noch Hilfe auf City Build 13, weil ich möchte eine Community Farm aufbauen. Ja, genau, ihr habt schon richtig verstanden. Und was mir jetzt hier fällt, bis sie fällt. Oh, kann ich jetzt drauf? Letztens konnte ich nicht drauf. Oh, ich kann drauf. Supi, sieht das hier aus? Wow, was ist denn das? Admin Lord Varus. Admin Owner ist abgegriffen. HD. Flutastisch. Captain Rotkohl, Horst Spear und Horst Flock. Oh, sehr schön. Hast du es hier die gebaut? War ich hier schon mal? Ne, hier war schon nicht. Name, von wem ist denn das? Oh Leute, hier sieht man echt schönes, schöne Sache. Was steht denn hier? Band der Ehrenmänner. Okay, der hat auch so eine Ehren. Ui, hier waren wir aber noch nicht. Oh, ist das gefährlich. Wenn ich da jetzt in die Lava reinfalle, ich sag's euch. Willkommen auf Money Bodge and See. Ein kleiner Shop mit wenig Auswahl. Ja, mein Shop zeige ich euch noch nicht. Weil mit den Einnahmen des Shops wird eine Community Farm gebaut, auch mit Beacons und was Beacons, wie heißt das? Spawners, dass man da auch XP schön farmen kann auf City Build 13. Weil auf City Build 12 gibt es ja schon eine, das ist CB Farm 12. City Build 12 Farm. Und ja, das. Aber ihr Lieben, das war's. Shop-Bewertung, Plot-Bewertung, alles in ein. Und in der Infobox könnt ihr dann den Sieger wählen. Also bis denn. Bye bye, euer Black Gamer YouTube 2019. Schön, dass ihr wieder hier wart. Und bis demnächst. Ciao, ciao.